Frische Luft. Sind wir da? Oh, wollt ihr mich verarschen? Danke für die Warnung auf der anderen Seite. Wo ist der Turm? Wir sind nah. Komm, na los. Frische Luft. Endlich raus. Ein bisschen durchatmen. Warnung, infiziert im Inneren. Nicht öffnen. Ja, die andere Seite wäre nicht schlecht gewesen. Als Info, da auch irgendwie ein Schild zu machen. Wir haben es geschafft. Ja. Aber natürlich hatten die keine, ja, vielleicht keine Gelegenheit, überall Schilder zu machen. Die haben wahrscheinlich nur hier den Ausgang gehabt, wo sie schnell raus konnten. Andere Seite war wahrscheinlich nicht möglich. Wir wissen ja den Weg, ne? Ellie, du weißt doch, wie wir den Weg gemacht haben, um hier hin, da durchzukommen. Das ganze Gerät da, übers Wasser und so, der Generator muss angeworfen werden. Ich glaube, das war nicht so einfach, die Information auf der anderen Seite zu platzieren. Es ging, glaube ich, nur hier. Oh, wie cool das aussieht gerade. Ja, das sieht schon sehr geil aus. Weiterhin also viel Spaß mit The Last of Us, den Remake. Willkommen zurück. Hey, sind in der da? Vorstadt. Tja, was habe ich gesagt? Ha? Mal sehen, wie wir hinkommen. Und du, wie kommst du zurecht? Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war, habe ich selbst ein paar Infizierte erledigt. Du wärst stolz. Ja. Oh, auch ein bisschen umgeräumt hier. Sieht ein bisschen anders aus. Also die waren auf jeden Fall im Level-Design nicht gerade faul. Die haben auf jeden Fall einiges geändert. Wie war es hier ohne Infizierte? Tja, normales Leben wahrscheinlich. Ein normales Leben hatten die hier. Oh, es war auch anders hier. Oh, ein Spiegel, der nicht funktioniert. Eine weitere Nacht und weitere Schießereien. Ich kann das gedämpfte Aufleuchten aus dem Fenster der Carsons erkennen. Ich habe die ganze Nacht wach mit der ganzen Familie in einem Raum verbracht. Ich denke, dass niemand schlafen konnte. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Plünderer in unser Haus einbrechen. Wir müssen von hier weg. Dieser dünne Mann hat uns wieder besucht. Er hat uns weitere Kugeln gegen Essen verkauft. Er hat uns angeboten, zu ihm in sein Versteck zu ziehen. Er sagt, er sei sicher und noch wichtiger, versteckt, leicht zu verteidigen. Das hat er gesagt. Er sagt, er vertraut mir nur, weil ich Kinder habe. Ich glaube nicht, dass wir noch hier bleiben können. Wir können ihm wohl vertrauen. Ich werde morgen allen vorschlagen, sein Angebot anzunehmen. Keil, der Hackbraten Keil. Na, das war keine gute Idee, oder? Ja, aber doch, eigentlich schon. Das war ja eigentlich eine gute... Ja, zwei Ausgänge... Aber irgendwas musste immer passieren und dann geht alles für die Hunde, ne? Einer macht einen Fehler, einer ist nachlässig und schon passiert etwas. Und das ganze sichere Versteck ist nicht mehr so sicher, wie es schien. Man könnte es wieder aufbauen, gar keine Frage. Das war eben ziemlich heftig, ja? Oh ja, absolut. Wie habt ihr zwei euch getroffen? Oh, ich... Meine Freundin, Marlene,
wollte, dass er mich zu den Fireflies bringt. Ihr scheint das gut zu verstehen. Tja, und jetzt... Jetzt kommandiere ich ihn rum. Nicht wahr, Joel? Jetzt müssen wir wieder ein bisschen eindecken mit Zeug. Wir haben gerade ein bisschen was verbraucht. Gehen von Haus zu Haus. Und vielleicht ist hier irgendwo auch der berühmte Klaus. Der Hausklaus. Jeder kennt ihn. Ich habe eine Waffe. Wer plündert, wird erschossen. Ich werde tödliche Schüsse abgeben. Schmetterlinge. Ich bin bewaffnet. Betreten verboten. Ich schieße auf jeden, den ich sehe. Hier wohnten wohl nette Leute. Die erste Zeit nach dem Ausbruch wurde viel geplündert. Alle wurden paranoid. Erinnerst du dich daran, Joel? Alle verbarrikadierten sich in den Häusern. Dann gingen die Vorräte zur Neige. Das hat gezeigt, wozu die Leute in der Lage sind. Tja, wer Hunger hat, ne? Wer verzweifelt ist. Natürlich sollte man trotzdem noch menschlich bleiben, aber es fällt wahrscheinlich dann schwer. Man weiß ja nicht, wie es mal hier in dieser realen Welt mal, ja, wenn wir irgendwann mal in so eine Situation kommen, wo alles vor die Hunde geht. Ich weiß aus der Zeit nicht mehr viel. Aber ich weiß noch, dass wir in so einem Viertel wohnten. Was weißt du noch? Oh, Barbecues. Meine Eltern gaben gern große Grillpartys. Da war mächtig was los. Ich erinnere mich noch gut an den Geruch. Komisch. Tja, Erinnerungen, ne? Bewahre die Erinnerungen an die gute Zeit. Gute Zeit mit der Familie. Ah, das sieht schon cool aus. Hier im Remake. Ich mag es total gerne, dieses apokalyptische Thema hier. Wo, wenn sich die Natur alles wieder zurückerobert. Ich mag es. Es kann man total cool was draus machen. Oh, Hunde! Halt dich lieber von ihnen fern. Wir sind hier nicht in der Zone. Die sind wild. Was ist das? Oh, das ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Ja, Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eis verkauft. Was? Niemals. Joel? Das stimmt. Der Wagen fuhr herum und spielte laute, schrille Musik. Und Kinder kamen und kauften sich Eis. Du verarschst mich doch gerade. Hm, ehrlich. Mann, das war eine seltsame Zeit. Sag ich doch. Zur Werkbank gehen wir zum Schluss. Zur Werkbank gehen wir zum Schluss. Auch hier hat ein bisschen umgestellt. Meine Güte, die Möbel haben wir auf jeden Fall umgestellt. Das haben die im Remake gemacht. Oh, ein begehbarer Schrank. Also ein bisschen was an die Deko haben sie auf jeden Fall getan. Und auf der, an der Raumaufteilung. Und ein weiterer Spiegel, der nicht funktioniert. Alter, was mit... Hey Sam, was mit dir? Warte mal kurz. Was habe ich da denn gesehen? Nee, doch nicht. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Oh, wie kommt man jetzt raus? Oh. Auch neu hier, ne? Oh, man kann sogar hier rausgehen. Das war auch neu. Das war vorher nicht. Das war vorher nicht. Dass man hier so raus konnte. Duct Tape. Uhu. La 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 la.
Jetzt haben die auch hier angepasst. Das war vorher. Jetzt haben sie mein Jugendzimmer hier reingemacht. Kara, du bist der Mann im Haus, solange ich nicht da bin. Pass auf deinen Bruder auf. Er will jetzt von dir beschützt werden. Ich werde nur ein paar Tage fort sein, um Essen und Vorräte zu sammeln. Sollte ich aus irgendeinem Grund nach einer Woche nicht zurück sein, nehmt deinen Bruder mit in die Quarantänezone von Pittsburgh. Öffnet niemand außer mir die Tür. Spart eure Kugeln. Wenn ihr fortgehen müsst, bewegt euch unauffällig und schnell. Setze deine Größe zu deinem Vorteil ein. Bis bald. Dad. Kara, also ein weibliches Wesen. So glaube ich, ne? Sieht aber ein bisschen mehr nach jung aus. Auf jeden Fall ist das auch eher... Auf jeden Fall haben sie sich im Zimmer geteilt. Das ist auf jeden Fall jetzt besser. Das war vorher nicht so ganz ersichtlich, wo denn hier drei Personen hätten leben sollen. Da war nämlich nur ein Schlafzimmer und ein Mädchenzimmer. Also das Frau, also hier drüben, das Zimmer hier. Jetzt haben sie da zwei Betten reingestellt. Das waren vorher nur, glaube ich, eins. Jetzt haben sie ein bisschen dran gearbeitet, an der Logik. So, wir bauen uns mal eben kurz noch ein weiteres Messerchen. So, und nehmen uns das hier mit. Weiteres Ducktäppchen. Und holen uns mal eben kurz hier oben, ich glaube, ein weiteres Trainingsbuch. Bist du okay? Ja, die verdammte Decke kommt runter, pass auf! Und der Spiegel, der ist nicht repariert worden. Pass auf. Und was gefunden? Und bitte. Oh, wie nett. Danke. Kapitel 6b. Verbesserte Haltbarkeit von Klingenwerkzeugen. Sehr gut. Gebrauchstechniken. Die Lebensdauer eines Klingenwerkzeugs wird nicht nur durch dessen inhärente Haltbarkeit, sondern zum gleichen Teil auch von den Fähigkeiten des Benutzers bestimmt. Erstens. Im Allgemeinen sollte das Werkzeug an der weichsten Stelle des Ziels angesetzt werden. Zum Beispiel sollte eine Spitzhacke auf dem Boden neben einem Felsen gerichtet und zum Heraushebeln des Felsen verwendet werden und nicht auf dem Felsen selbst. Schwingen Sie die Klinge in einer gleichmäßigen Ebene. Wenn Sie das Ziel schräg treffen, wird die Klinge geschwächt. Drittens. Wenn die Klinge festsitzt, üben Sie allmählich Druck in einem Winkel aus, der parallel zur Schnittebene verläuft. Seitlicher Druck kann die Gelenke schwächen oder die Klinge brechen lassen. Egal. Hauptsache Trainingsbuch. Sehr gut. Na, hier war vorher kein zweites Bett drin. Das haben die echt schon besser gemacht. Jetzt kann man auf jeden Fall sehen, dass hier drei Leute wohnen. Der Vater hat auf jeden Fall einen Schminktisch. Wahrscheinlich noch von der Mutter übrig geblieben. So, weiteres Haus. Das Haus ist fertig. Gehen wir mal ins nächste Haus. Hey, Doggies. Doggy Dogmann. Neue Bereiche. Der Schrott wurde mal eben kurz hier reingelegt. Die haben ein bisschen an der Deko und an der Aufteilung der Räume gearbeitet. Eine offene Tür. Mehr war nicht nötig. Einer von uns hat vergessen, die Tür zu schließen und eine Horde dieser Monster ist in unser Lager eingedrungen. Wir haben sie dort eingeschlossen und außen eine Warnung angebracht. Susan und die Kinder sind bei mir. Soweit ich weiß, sind wir die einzigen Überlebenden.
Ich musste Susan aufhalten, damit sie nicht wieder dort hineinrennt, um die Leichen zu holen. Es ist zu gefährlich. Sie hat ihre Kinder verloren und ich habe keine Ahnung, was ich ihr sagen soll. Am liebsten würde ich aufgeben. Es wäre so einfach, sich diese Welt zu ergeben. Aber ich kann es nicht. Ich glaube zu sehr an die Menschheit. Ich habe gesehen, dass wir immer noch zu gutem fähig sind. Wir können es schaffen. Ich muss stark bleiben. Für sie. Ich. Ja, es ist tatsächlich so passiert, wie ich es vorher sagte. Wenn nur einer nachlässig ist, das kann das Ende bedeuten. Das kann das Ende bedeuten. Guck mal, Ellie ist mit uns hier oben, ne? Normalerweise bleibt die immer oben, unten. Krass. Alles umgeräumt hier. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Oh, ich lese das später. Buch 2, Botenteilchen. Der erste Test von Danielas Nullpunkt-Sprungantrieb war ein Erfolg, doch der Kontakt zum Testpiloten brach sofort ab. 48 Stunden später kehrte er verwandelt und mit einer Botschaft zurück. Wir sind die Reisenden, so begann die Botschaft. Eddie kommt mit hoch. Interessant. Das Streichholz-Mäppchen mit der Kombination 8, 21, 36. Der war nicht hier. Der Safe war nicht hier, der war da hinten. Was haben wir hier noch? Helle, guck mal hier. Oh, Mann. Hey Sam, vorsichtig. Ja, okay. Okay, ich zuerst. Oh. Verdammt. Du bist dran. Okay. Nur werfen? Ja. Wusch! Ein Naturtalent. Glück? Nein, was nicht? Nein, ist Glück. Ha! Okay, hau jetzt ab, du Angeber. Und nochmal. Fuck! Furchtbar. Okay. Unentschieden. Nein, nein, nein. Ich hab dich fertig gemacht. Was meinst du mit fertig gemacht? Das ist doch unentschieden. Ja, okay. ja. Es kommt der Tag, an dem Kinder wieder Kinder sind. Gehen wir. Die hätte ich mitgenommen. Dafür hätte man auch vielleicht was, eine Waffe oder so herrichten können. So ein Pfeil, ne? Ich hätte es mitgenommen. Aber die lassen ja sogar die Munition hier liegen. Obwohl man bestimmt irgendwo was reinstopfen könnte. Das regt mich immer noch auf. Boah, hier ist echt einiges umgeändert worden. Jetzt haben sie hier echt so ein... Das war vorher so eine Bude, so eine Heavy-Metal-Bude war es eher so, ne? War so ein bisschen so rockig hier eingerichtet. Jetzt haben sie das ein bisschen amerikanischer, ein bisschen normaler eingerichtet. So, wie war die Kombination nochmal? Ich musste ja schnell runterrennen. War mir schon drin. Da ist er safe. 8, 21, 36 war es, glaube ich. Perfekt. Pillen, Schrott und... Ja, klebrige Finger. Trophäe erhalten. Das müssen also jetzt die ganzen letzten... Saves gewesen sein. Ich glaube, mehr gibt es, glaube ich, nicht. Glaube ich. Oder klebrige Finger, was heißt das? Was ist das für eine Trophäe? Keine Ahnung gerade. So, 60. Wir machen uns mal ein bisschen weiteres Schwanken der Waffe machen wir zuerst. So. Alles andere brauchen wir nicht unbedingt.
halte ich nicht für so Art notwendig. So, gehen wir mal weiter. Zur letzten Witze-Show. Ich hoffe, die kommt jetzt hier. Fireflies waren hier. Ja, sieht ganz so aus. Wie sollen wir sie finden? Ich kenne da wen. Meinen Bruder genau genommen. Er war ein Firefly. Soweit ich weiß, ist er in Wyoming. Wir gehen hin, finden ihn, finden die Fireflies. Bist du dabei? Ha? Klingt nach einem guten Plan, Mann. Ellie, it's your turn. Hey, Henry. Ja? Was ist mit den anderen? Und was meinst du? Na, wenn wir leben, kann es doch jemand anders auch geschafft haben. Ja, Sir. Das kann gut sein. Ellie, it's your turn. Komm schon. Okay. Geht doch. Euer Depri-Gerede macht mich fertig. Witzebuchzeit. Was ist das? Hab nur Geduld. Willst du einen Witz über ein Schwein hören? Schon gut, ist zu versaut. Verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Könnte ein Handtuch Witze erzählen, hätte es wohl einen trockenen Humor. Das ist neu, oder? Ja, nicht schlecht, hm? Was sagt die grüne Traube zur roten Traube? Okay, das ist alt. Atme, du Idiot. Das ist dämlich. Das mit dem Handtuch war neu, glaube ich. Okay, ich habe auch einen Witz. Lass hören. Was ist ein Cowboy ohne Pferd? Keine Ahnung, sag. Das ist ein Sattelschlepper. Das ist so blöd. Gefällt mir. Trophäe? Hab ich eine nicht. Hat eine Witze-Session nicht gezählt? Das wird mich jetzt ärgern. Das wird mich jetzt ärgern. Wo bleibt die Trophäe? Ja, super. Halleluja. Ja, toll. Müssen wir mal ein bisschen nachforschen, an welcher Trophäe, an welcher Witze-Session es jetzt gelegen hat. Das ist ja ärgerlich. Oder gibt es noch eine neue? Eine weitere Witze-Session eingebaut, wovon ich noch nichts weiß. Muss ich mich mal ein bisschen schlau machen. Auf jeden Fall haben wir im Let's Play alle, glaube ich, gehört, die wir hatten. Und dass der gute Henry, der gute Sam hier so eine, in seinem Alter so eine erwachsene, tolle Stimme hat. Ja, typisch. So, Firefly-Anhänger ist auch hier ein bisschen niedriger. Da kann er theoretisch dran greifen, wenn er will. Und trotzdem schaffe ich es nicht bestimmt, das Ding runterzuwerfen. Doch, Gott sei Dank. Das ist aber echt komisch gerade, dass jetzt das mit dem Witze... Matthew White, dass ich jetzt keine Trophäe gefunden habe. Entweder gibt es noch eine weitere oder ich habe irgendeine nicht gezählt bekommen, weil ich da irgendwie dann Folgenbreak gemacht habe. Ich vermute das im Hotel. Ich vermute die im Hotel, weil ich da einen Folgenbreak gemacht habe. Da hätte ich warten müssen. Vielleicht muss ich die nochmal machen. Für die Trophäe. Aber das machen wir dann später. So, haben wir irgendwo ein Steinchen? Irgendwas liegen? Weil hier lag, da ist noch einer. Wunderbar. Können wir es auffüllen. Okay, auf zur Werkbank. Ey, was soll das mit der Trophäe? Ich hab voll damit gerechnet. Halleluja. Ein Eis bitte.
Komisch. Komisch, komisch. Was haben wir denn da noch? Achso, da ist nur der Weg, den wir gehen müssen. Der steinige, schwere Weg. Okay. Okay, erstmal gucken wir mal, was wir hier noch tun können. Wir gehen mal Schritt für Schritt vor. Werkzeugstufe 3 haben wir jetzt. Panzerbrechend, auch nicht schlecht. Ja, das mit der Trophäe, da muss ich auf jeden Fall nochmal nachprüfen. Ich vermute mal, das war wahrscheinlich die im Hotel. Die ja wahrscheinlich. Da hätte ich wahrscheinlich sofort weiterspielen müssen und dann später speichern. Ich glaube, die muss ich mir noch holen für die Trophäe. Da könnte ich mir als einziges vorstellen, dass das nicht gezählt hat. Sonst haben wir ja alles soweit, ne? Nachladetempo. Wir gucken erstmal weiter, bevor ich jetzt hier irgendwas sinnlos verbessere. Magazinkapazität. Sofort. Umso mehr können wir mitnehmen. Schussfolge. Rückstoß. Pumpgun. Reichweite der Waffe. Auch immer gut. Und der Rückstoß ist auch nicht verkehrt. Und dann gucken wir ganz kurz weiter beim Bogen. Naja. Das kann auch warten. Die Short, die können wir noch ein bisschen, vielleicht nochmal ein bisschen verbessern. Die ist ja neu. Magazinkapazität, sehr wichtig. Mehr Munition tragen, mehr Kugeln reinlegen, sehr wichtig. So, dann haben wir Schussfolge, Rückstoß, die Streuung machen wir noch und auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall genug Schrott dafür. Wir können unsere Waffen gut aufpimpen. Wir nehmen uns ja auch nicht Krempel mit. Rückstoß auch. Nette kleine Waffe. Ganz nett. Gehen wir jetzt mal auf die Pistolen nochmal kurz. Der Revolver. Magazinkapazität, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und dann machen wir sie voll, ne? Machen wir sie voll. Dann ist die Waffe schon fertig. Kampfbereit, Trophäe erhalten. Die erste Waffe ist komplett aufgepowert. Sehr gut. Jetzt haben wir noch 16. Das sammeln wir einfach ein bisschen weiter. Sehr schön. Weiter Schrott sammeln, dann lohnt sich auch das nächste aufpowern. So, Munition. Jetzt können wir noch ein bisschen rumlaufen, ob wir noch ein bisschen was finden. Da komme ich nicht hoch. Gehen noch ein paar Schritte zurück. Wollen noch in den Kellern und so noch ein bisschen Munition finden. Joel wird es mir danken.
Henry. Okay, das ist falsche Munition. Falsche Muni. Besser nochmal hier alles abgucken, man weiß ja nie. Alles nochmal hier abluten, was wir vergessen haben, wo wir zu voll waren. Da ist kein Haus mehr. Gut, da kann man ja wieder zurückgehen. Gucken wir uns die anderen Häuser noch ein bisschen genauer an. Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen was. Lieber wir nehmen es mit als die anderen. Das ist eine oberste Priorität. Und eine gute Idee. Sonst haben wir alles voll. Außer der Basie ist noch nicht ganz aufgepimpt. Aber der kriegt auch irgendwann seine Chance. Hallo, Henry! Sam, ich verwechsel euch immer. Da, siehste, hat schon gelohnt. Hat schon gelohnt, sich hier umzugucken. Haben schon 3 weitere Schuss bekommen. Direkt nachladen. Sehr gut. Und das ehemalige Heavy House, was ganz mehr ist. Ja, das mit der Trophäe des Witzebuchs, das macht mich echt gerade ein bisschen skeptisch. Okay, das sind wir voll. Ne? Die Shorty muss noch aber nachgeladen werden, glaube ich. Weil da haben wir auch nur ein paar Schuss für. Wir gehen gleich weiter, keine Sorge. Wir gehen gleich weiter. Ich muss nur kurz all das hier nochmal abgehen. Ich kann es hier einfach nicht. Mein Loot-Finger, der juckt. Ich kann nicht schlafen heute Nacht, wenn ich hier einfach so manche Dinge nicht mitnehme, die ich hätte mitnehmen können. Ah, wie ärgerlich. Wie gut, der gute Revolver. Drogen. Das ist kein Richt, das ist nur ein Papier, ne? Kein Artefakt. Und hier war auch nichts anderes. Hier war einfach nur das, okay. Okay, dann können wir auch uns aufmachen. Zur nächsten actionreichen Angelegenheit. Und ich hoffe, ich komme da einigermaßen gut durch. Machen wir erst im nächsten Folgenbreak. In der nächsten Folge. Machen wir erstmal einen Folgenbreak. Und den nächsten Action-Part machen wir dann in der nächsten Folge. Dafür muss ich mich ein bisschen seelisch vorbereiten. Ich bin gespannt, wie ich da durchkommen werde. Sieht ja sehr entspannt aus hier gerade. Eigentlich sollte der jetzt schon schießen. Den müssen wir uns jetzt schon sehen. Ja, Freunde, das war eine weitere Folge von The Last of Us, dem Remake für die PS5. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Dann gehen wir mal hier wieder actionreich vor. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.
gerne mal einen Daumen nach oben da lassen oder ein Abo mit Glocke, um dann über neue Videos informiert zu werden. Würde mich sehr freuen. Und gerne mal Kommentare schreiben. Auch vielleicht, wenn ihr Ideen habt, was da mit dem Witzebuch nicht so ganz gut geklappt hat. Ob es eine weitere gibt oder ob einfach irgendeine Session nicht gezählt hat. Ich vermute mal, das war die im Hotel. Wir können mal einfach mal ins Menü gehen. Gehen wir mal jetzt kurz ins Menü. Ich mache mal kurz einen Speicherpunkt. Und dann laden wir es mal rein. Dann gucken wir mal nach, wie es ausschaut, was wir so für Gegenstände haben. Das können wir mal eben kurz machen. So, ich glaube, hier ist immer das gleiche Bild. Ich habe jetzt zuerst so gedacht, die Sonne würde mal untergehen oder hier wäre eine andere Situation. Mal dunkel, mal hell, aber es bleibt einfach so. So, Kapitel. Hier kann man gucken, was wir so gesammelt haben. In der Heimatstadt gab es nichts zu suchen und zu finden. Also nichts, was für Trophäe wichtig war. Quarantänezone. 7 von 7, 3 von 3, 4 von 4. Randbezirke. 9 von 9, 4 von 4, 1 von 1, 3 von 3, 4 von 4. Bildstadt. 11 von 11, 3 von 3, 1 von 1, 1 von 1, 3 von 3, optionale Gespräche, 5 von 5. Pittsburgh. 17 von 17, 3 von 3, 3 von 3, 4 von 4, 3 von 3, 5 von 5 und Gespräche 14 von 14. Und die Vororte. 10 von 10. Zu den Vororten gehört auch der Kanal, so wie es sieht, so wie es ausschaut. 10 von 10, 4 von 4, 2 von 2, 2 von 2, 1 von 1, 1 von 1 und 4 von 4. Wir sollten eigentlich, ich verstehe nicht, warum wir die Trophäen für die Witze-Sache nicht bekommen haben. Entweder haben die noch einen eingefügt, für später, irgendwo anders. Weil das Handtuch, der Witz mit dem Handtuch, der war, glaube ich, auch neu. Der war vorher auch nicht da. Ich glaube nicht. Entweder kommt da noch eine und der hat einen nicht gezählt. Ich muss mich da mal ein bisschen schlau machen. Oder ihr schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ja. Wir waren auf jeden Fall fleißig, haben sehr viel gefunden. Und wir werden weiteres finden. Und in der nächsten Folge geht es weiter. Ein bisschen actionreicher. Und dann sehen wir mal, ja, wie das Remake weiter gestaltet wurde. Also macht gut, bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss. Bis dann.